So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Abigail macht die Tür sauber, Fenster sauber. Finde ich gut. Frauen. Oh. Jetzt ist Jack da, auf einmal. Auf einmal. Okay. Nächste Aufgabe hier auf der Farm. Mal gucken, was zu tun ist. Schalalala. Wölfe, Hunde und Söhne. Kurzer Ladescreen. You're tensing up. I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. Don't show me and you'll just run off again or something. It's better I teach myself. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. Wolf's been after the herd. Gotta get out there and scare him off. You wanna come with me? Safer with two. Okay. Alright. Ich hätte vielleicht zwischen den Folgen mal nachgucken sollen, wie viele Aufgaben noch kommen. Missionen. Ach, ich habe ja im Zweifel heute Zeit, es auch durchzuspielen. Wäre jetzt kein Problem, aber ich hatte es jetzt gerade nicht vor. Rufus. Rufus, der Nacktmullhund. Ehrenmann. Ehrenhund. Ehrennacktmull. What are you doing? Weil ich meine, Uncle war jetzt gar nicht mehr auf der Map, genauso wie Abigail, weshalb ich denke, vielleicht, ne, nur noch Jack und dann ist es vorbei. Man weiß es nicht so genau. What about the rest of the time? Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, and the next you tell me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. You're gonna land us both in the dirt. Normal? Was it ever normal? I don't know, but it'll get better, son. I promise. Come on. Versprechungen, Versprechungen. Er bellt, während er gleichzeitig schnuppert. Nicht schlecht. You don't need to be. I don't mean to be moody. I'm glad you're home. I really am. It's just every time you go off, well, I worry you're not coming back. I swear, if it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make you, can they? It's complicated, but seems they can. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. Look. He's on to something. Mhm. Pferde. Let's keep moving. Ja, denke ich mir auch. Pferd, Hund, Nacktmull, mach mal hinne. You can't be tired already. I didn't really know him. He died when I was just a boy. Died of what? Why do you want to know? Well, it just sounds like a good story, that's all. It really ain't. He died in a bar fight. At least, that's what they told me. Cods or women? I ain't sure. Probably both. Definitely liquor. Drank like a camel after a long walk. Come on, we can't stop now. Ja. Der Hund soll mal nicht so kacka hin und her rennen. Well, he'd know, that's for sure. This. There they are. Good boy, Rufus. Oh. Let's go. Erschieße die Wölfe. Ja, liebevoll. CDU gefällt das. Julia Klöckner gefällt das. Frag mich, ob das zu den Gegnern dazu zählt. Bevor deine Gegner töten. Man weiß es nicht. Ich werde auch am Ende des Spiels auch mal gucken, ob man irgendwo statistisch sieht, wie viele Gegner man mit welcher Waffe getötet hat. Das interessiert mich gerade mal. Ich weiß es nicht, ob man sowas sehen kann. Weißt du, auf einmal brauchen wir die Hilfe vom Hund gar nicht mehr. Was ist das denn? Wo ich hier durch die halbe Weltgeschichte einmal reiten muss. Aber gut, aber gut, aber gut. Ich bin halt besser als mein Hund. Ja. Ist jetzt doof, denke ich. Wie komme ich denn dahin? Schabidu, bidu, bidu. Oh. Gott im Himmel.
Frage ist, bin ich auf dem Pferd safe? Ich weiß es nicht. Einfach aufgegeben. Oh ne, warte mal, das ist mein Hund. Den besser nicht. Richtiger Rufus, ey. Okay, ich habe keine Form des Auto-Aims, also... Also Kotze, ich verstehe. Hund! You're confused. Irgendwo ruf es. Es ist alles so verwirrend, was hier gerade passiert. Was willst du? Ich soll nicht mehr schießen. Und tu es auch nicht. Ich bin ein Feigling, trau mich nicht. Ups, Entschuldigung, Hund. Kann ich meinen Hund erschießen? Frag für einen Freund. Boah, die Quest ist gerade richtig anstrengend, wie ich das mal so sagen darf. Richtig nervig einfach nur. Aber egal. Easy. Don't give up now. Let's keep moving. Where are them wolves, boy? Was soll ich nur sagen? Wölfe töten. Wie eine Aufgabe, die in mir einen Widerspruch oder einen Zwietracht auslöst, aber. Was willst du machen? Videospiele. Find us a wolf, boy. Oh! Der Hund ist so dumm, ne? Das ist der dummste Hund, den man sich hätte aussuchen können. Richtiger Rufus halt, habe ich ja gesagt. Krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Ich wette, der geht jetzt wieder dahin zurück. Ganz an den Anfang, wo die beiden Wölfe noch waren, die ich nicht gekriegt habe. Das wäre lustig. Haha. Lass mich kaputt. Haha. Wölfe haben meine Pillen gestohlen. Wir sind halt echt wieder hier, ne? Ich raste aus. Good boy. Hätte ich sie mal gleich erschossen. Wäre ich da einfach mal wieder hingegangen. Go get him, boy. There they are. Come on, son. Ey, was ist das denn? Wir sind aber ganz woanders. Die Wölfe. Wenn ich nicht will, wenn ich verweigere. You can't force me to do this. Wir sind einfach komplett woanders. Was ist denn kaputt mit Rufus? Rufus Access stopped working. Properly. Send report, yes. In der letzten Folge T-Post, der Typ da auch schon rum. Ich glaube, das Spiel spackt gerade ein bisschen ab. Also sind ja fast durch. Nicht so schlimm. Stirb bitte. Also ich will das nicht, aber ne? Quest verlangt das von mir. Oh, endlich, ich darf nach Hause. Tschüss. Gar keinen Bock mehr. Fick dich, mein Sohn. Du kannst gar nichts. Du hast nichts gemacht. Hold on there, cowboy. You ain't ready for that yet. One step at a time. Ah, please, Paul. Du kannst doch versuchen. We'll go out again soon. Catch something nice for your mother cook. I reckon I can kill a bear, no problem. I ain't gonna tell you again, Jack. Ein Bär, sicherlich. You don't leave the farm without checking with me first, you hear? Yes, sir, I hear you. Ja, so ein Bär erlegen ist vielleicht auch so eine Sache, die du jetzt vielleicht wirklich noch nicht machen solltest. Jetzt bin ich ja gerade mal so barely geschafft. Barely, haha, ha. Oh Gott. All we did was kill a few wolves. Well, wenn du wüsstest, Kumpel, weshalb überhaupt hier das ganze Spiel entstanden ist. Ja, Abkürzung. So. Aber schön, wir schaffen auf jeden Fall noch eine Aufgabe. Mal gucken, was jetzt kommt. Hoffentlich nicht schon Finale. Wäre doof. You turned into a decent hunter, son.
but try to stay out of trouble. Ich werde mal eben nebenbei, während ich hier gerade rumlaufe, mal kurz gucken. In der Missionsliste. Ich kann das ja nebenbei öffnen, ist ja gar kein Problem. Ich bin auch schon fast da. Wenn ich 27 mal Werbung aufploppen würde. Wie viel wir hier noch haben. Mal so einfach, ne? Was ich auch wissen will. Okay. Tatsächlich nur noch 2 Quests. 2 nur noch. Oder? Ja, genau. Okay, dann werde ich nochmal speichern. Denke ich. Jetzt. Ich weiß nicht, ob die letzten zwei, nicht, dass die letzten beiden direkt ineinander kommen. Das wäre natürlich doof. Okay, Leute, dann wird nächstes Mal die letzte Aufnahme. Ich werde verrückt. Also, ne, ich denke mal, ich mache die Aufgabe jetzt noch. Das passt ja ganz gut. Ich hoffe wirklich nicht, dass jetzt irgend so ein Auto... so eine Sache kommt von wegen, ne, dass es dann beide kurz ineinander kommen. War ja letztes Mal auch so. Bevor wir in den Epilog gehen konnten. Wäre ein bisschen doof. Es erwarten nur noch 2 Aufgaben. Und dann können wir die letzte Fremdenquest machen. Stimmt, die fehlt ja auch noch. Aber es ist sowieso eigentlich nicht so eine richtige Fremdenquest. Ihr werdet es dann sehen. Ihr werdet es dann sehen, was ich meine. Ja, geil, ey. Spiel bald durch. Also, was heißt geil? Ist eigentlich schade, weil, mein Gott, Red Dead Redemption, es ist ein fantastisches Spiel. Ich liebe dieses Spiel sehr. Ich habe wirklich schon viel drüber nachgedacht und habe wirklich festgestellt, ich glaube wirklich, wenn man mich fragen würde beinahe, was mein Lieblingswestern ist, plattformübergreifend, ja, nicht nur Spiele, sondern, keine Ahnung, Filme mit einbeziehen oder, weiß nicht, Bücher, ich habe, glaube ich, noch nie ein Westernbuch gelesen, aber egal, dann würde ich, glaube ich, wirklich Red Dead Redemption sagen, ganz im Ernst. Also ich werde, denke ich, dann nachher, vielleicht nehme ich heute noch zu Ende auf, im Fazit noch mal mehr darauf eingehen. Aber meine Fresse, ist Red Dead Redemption ein fantastisches Spiel. Weil es halt wirklich all das, was Western großartig macht, was ich an Western so mag, wirklich miteinander vereint. Aber da erkläre ich später nochmal mehr zu. So. Wer mit der Liebe spart, verzeiht das Kind. Verzieht das Kind. Okay, das heißt, wir müssen jetzt Bären jagen. Ich freue mich. John! What is it, old man? It's Jack. The kid. Well, I just saw him out in the valley. Seems your tales of hunting got the better of him. He said he was going up to the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Kid can't hunt a grizzly. Thing will eat him alive. I know. I tried to stop him. But you're worthless as a lawyer at a lynching. Damn you, old man. This is my son. Anything happens to him, you'll wish it was you that bear attacked. Da kann man auch nicht für. Oh, weh, ich muss wieder Rufus folgen. Ich raste aus. Ich hasse diesen Hund. Ich mag Hunde, aber diesen Hund hasse ich. Ich möchte ihn gerne erschießen. Ich hoffe, ich darf am Ende der Aufgabe. Vielleicht tötet ihn der Bär, ja. Das wäre schön. Sorry, auf den Schwanz getreten. Tut mir leid. Passiert. Ups. Ich habe mein Mikrofon geschlagen. Tut mir leid. Aber dieser Hund macht mich so gewalttätig, dass ich wirklich mein Mikrofon einfach nur noch boxen möchte. Man versteht es vielleicht. Renn aber durch mein Pferd durch. Gewagt auf jeden Fall. Mutiger Hund. Aber auch Kackhund. Ich könnte ihn übrigens nicht abknallen. Einfach dann. Wäre lustig, wenn die Mission dann scheitern würde. Come on, boy. Where is it? My boy. God of War war schön. Schönes Spiel. Werde ich auch irgendwann mal spielen, die ganze Reihe. Hoffentlich. Aber noch nicht, ne? Ich habe schon viel zu viel andere Spielereien versprochen. Erstmal was anderes. Weil hier nach Red Dead Redemption werde ich wahrscheinlich auch mit einer neuen Reihe anfangen.
die ich eigentlich auch relativ spontan jetzt eingebaut habe. Eigentlich ein bisschen dumm, nach den ganzen Reihen, die ich schon versprochen habe. Aber hey, ich hab Bock drauf. Und es kommt nur darauf an, nicht wahr? Mhm. Tja, rechts oder weiter geradeaus? Hund. Kackhund. Can anybody hear me? Dad, komm gleich. Nee, Father. Mr. Marston. Gott, ey. Stell dir vor, dein Sohn nennt dich Sir. Was ist da los? Oh, oh. Der ist weit oben hier. Kann mein Haus von hier sehen? Nein, kann ich nicht. Oder? Wo ist mein Haus? Alter, ich hab keine Ahnung. Sieht ja ganz schön weit aus. Dabei sind wir gar nicht so weit, weil die Map ist nicht so groß in dem Spiel. Bam! Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ups! Ich wollte es auch eigentlich ein bisschen anders machen gerade. Komm, der Bär ist jetzt mein 500. Gegner. Wie wär's? Spiel, hä? Das wäre sehr nett. Dam, 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 dam. Ich glaube, doch, er ist tot. Puh. What the hell were you thinking going off on your own? You're just a boy. No, I'm not. I can skin an elk, rake horses. Come on, let's get you home. Eigentlich müsste das Viech jetzt noch häuten, aber die Trophäe kriege ich eh nie im Leben, also tschüss. You're lucky to be alive, you stupid boy. What did I tell you about going off by yourself? I go off by myself plenty. You just don't know about it. You're never around. So this is my fault? You disobeyed me. I was trying to prove myself. Prove sicherlich. By getting yourself killed? You're always telling me I read too many books, that I'm not a real man. I never said that. I just thought if I could do something you'd like, maybe you wouldn't go away again. Son, I ain't going anywhere. And believe me, neither are you for a real long time. Ja, 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 ja. Aber es passt doch zeitlich gerade echt wunderbar. Also, ja, nächstes Mal, Freunde. Ich denke mal, vorletzte Folge. Ich denke, danach kommt noch eine. Ich denke mal, das, was jetzt noch kommt, die beiden Sachen werden zwei Folgen. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht schaffen wir doch alles in einer. Aber, nee, glaube nicht. Alright, alright. I told you I was sorry. What would have happened if I hadn't come along? I don't know. I'd probably be dead. You'd be a pile of bones right now. What would you care? I'm just a nuisance to you anyway. That ain't true, Jack. I do anything for you. You know that. I guess there's only room for one hero in this family. Trust me, son. I ain't no hero. I'm just glad you're safe. Sure. Ah, ich habe jetzt wirklich ein bisschen Angst, dass direkt die nächste Quest gleich triggert. Das wäre natürlich ganz schön Banane, aber nee, ich glaube nicht, glaube nicht, glaube nicht. Come on. Ich glaube nicht. What were you thinking? You've only been hunting twice. I'm not a little kid anymore. What were you doing at my age? Bad things. Things nobody should do. But your mom and me, we didn't have what you have. Yeah, yeah, I know. I should be grateful. I'm not asking you to be grateful. I'm asking you to do what I say before you get yourself killed. It's always one set of rules for you and another set for everybody else. You think I don't know what Abkürzung. You did back in the old days? I'm not stupid. You could have fooled me. You think I didn't sit up and listen to Dutch and Bill telling all those stories? You think I don't know who you are? It ain't no secret I didn't get these scars falling over in church. But nobody tells me anything.
You and Ma pretend like nothing happened. Come on. Why are we stopping? Wir stoppen nicht. Better life for you, son. Now rest. We'll have you home soon. Okay. Ihr seid fertig mit reden. I'm sorry I made you worry, Pa. Don't be too eager to grow up, son. Ain't as much fun as it looks. When you're ready to hunt bears, I'll take you. Down, 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 down. J, okay. Die letzte Aufgabe, Freunde. Die letzte reguläre Quest. Spannung, Spannung. Ah, nächstes Mal wird super. Die letzte Aufgabe des Spiels. Ha, ah, die wird nochmal besonders. Ja, aber das machen wir, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Ich speichere nochmal ab. Im Idealfall würde ich die Quest auch gerne am Tag machen. So fürs Finale wäre es auch ganz schön. Gucken wir mal, wie die Zeit steht. Wie die Zeichen stehen. Ach ja, ach ja, ach ja. Es ist ein schönes Spiel. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Nehme ich auch. Ist auch kein Problem. Ich guck nochmal, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwann vergessen habe, was ich noch tun wollte eigentlich hier innerhalb der dieses Let's Plays. Ich habe ja schon wirklich einige Sachen doch weggelassen, die ich eigentlich machen wollte. Weil ich gemerkt habe, nee, die sind ganz schön langweilig und ganz schön langatmig, ne? Von 100% sind wir auf jeden Fall weit entfernt, aber das ist okay. Wurde gefüttert. Wie gesagt, das ist okay für mich. Für euch hoffentlich auch. Mal gucken, wie viel Prozent ich jetzt habe. Ich meine, ein bisschen kommt natürlich noch. Also Interesse. Oh, es regnet. Aber es ist Tag. So ein bisschen. Früh morgens. 7 Uhr morgens. Wie viel Prozent haben wir? Haben wir die 80 geknackt? Oh ja, 81,7. Geil. Das ist doch was. Da kann man leben. Ein bisschen mehr werden wir auf jeden Fall noch bekommen. So, hier. Jetzt dürfen wir auch eigentlich hier fremde Personen. Genau. Der Prohibitionist. 14 Stück, nee, 18 Stück dürfen jetzt hier sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Genau, und die 19, die kommen noch. Schön. Aber gut, Leute, ich sage jetzt auf jeden Fall danke fürs Zusehen, ich habe es gefallen. Nächstes Mal ist es dann soweit, die letzte Aufgabe des Spiels im Regen, das ist sehr passend. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ich hoffe, der speichert das, ich weiß es gar nicht. Also, dass es nächstes Mal dann auch regnet. Ich habe keine Ahnung. Bis dahin, tschüss!